Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Weihnachtssendung im Kabeljournal. Wir begrüßen Sie heute aus dem Hotel Bock in Limbach-Oberfrohna und wir waren letztes Jahr schon zu zweit. Ich habe mir nämlich an meine Seite wieder mal die Sandra geholt. Sie werden sie auch in Zukunft wieder öfter sehen. Sandra, wie war denn dein Jahr so? Hallo liebe Zuschauer, da bin ich wieder auferstanden. Mein Jahr war spannend, aufregend. Ja, und jetzt freue ich mich, dass wir das wieder zusammen machen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke an das Hotel Bock, dass wir wieder hier sein dürfen. Und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast, was es in dieser Sendung alles geben wird an Weihnachtsgeschichten. Und ich freue mich drauf. Ja, und um Sie weihnachtlich einzustimmen, liebe Zuschauer, waren wir noch einmal in Gelenau und haben uns über Weihnachtsberge und einiges mehr informiert. Weihnachts- und Heimatberge haben im Erzgebirge Tradition. Vereinigen diese doch erzgebirgische Schnitzkunst mit sächsischem Ingenieurswissen. So sind viele dieser Berge mit einer ausgeklügelten Mechanik ausgestattet, welche die geschnitzten Figuren zum Leben erweckt. 15 solcher Landschaftsnachbildungen sind derzeit im Depot Pohl Ströer in Gelenau zu sehen. Größtes Ausstellungsstück ist dieses 6,40 Meter breite Exemplar. Er stammt aus dem Jahr 1950 bis 1956 und wurde in Oberpfannenstiel gebaut und setzt damit die Tradition, die schon vielleicht 100 Jahre früher begonnen hat, fort, um Geschichten in mechanischer Form den Menschen zu erklären. Meist ging es in der Weihnachtszeit um die Weihnachtsgeschichte, sodass die ersten Berge natürlich auch Weihnachtsberge waren, wo die Weihnachtsgeschichte erzählt wurde. Je nach Geschicklichkeit und auch Geldbeutel wurden die Berge in den heimatlichen Stuben aufgebaut, manchmal auch in Krippenvereinen oder Vereinsräumen. Und ja, angefangen hat es sicher mit kleinen Ecken und wurde dann je nach Raum immer größer, sodass wir auch solche Exemplare wie hier mit 6,40 Meter Breite dann zu stehen haben. Nicht immer sind die Berge mit einer aufwendigen Mechanik ausgestattet. Beim Oberwiesenthaler Krippenberg wurde mehr auf gestalterische Elemente geachtet. In Oberwiesenthal gab es einen Krippenverein, der sich direkt eine Satzung gegeben hat. Und in dieser Satzung steht, wie ein Oberwiesenthaler Krippenberg auszusehen hat. Die Art und Weise der Figuren, wie sie auf dem Berg präsentiert werden, die Art und Weise der Häuser, es müssen eben diese kubischen Häuser sein, die genau in diese Landschaft hineinpassen, und die Schafherden, die in Gruppen zusammengestellt sind, teilweise liegen mit ihren Hirten zusammen, und natürlich die Kamele mit den Königen und den Treibern, wie sie aus der Wüste hier einziehen. In der Kirche Oberwiesenthal wird noch jährlich einer dieser alten Berge aufgebaut, und hier bei uns in Gelenau finden wir diesen Berg, der im Jahr 2014 aus alten Materialien neu entstanden ist und genau diese Tradition wieder aufgreift. Ebenfalls ohne Mechanik kommt der sogenannte Brendelberg aus. Er zeigt 12 Szenen aus dem Leben Jesus Christus und ist eine Art, solche Landschaften in Krippenszenen zu präsentieren, ohne Bewegung. Es handelt sich hier hauptsächlich um Häuser, die von der Firma Brendel in der Pfalz damals hergestellt wurden. Die konnte man kaufen, konnte die ausschneiden, aussägen und dann selbst bemalen. Und hier sehen wir einmal ein Sortiment dieser Häuser, die es damals eben gab. Manche der Berge erzählen auch ein Stück Familiengeschichte. Wir stehen hier vor dem sogenannten Reuterberg. Er stammt aus Buchholz und wurde aus älteren Stücken zusammengefügt in den Ende der 50er Jahren. Und zwar hat die Mutter des Leihgebers den linken Teil, also diesen christlichen Weihnachtsberg, mit in die Ehe gebracht und der Vater den anderen Teil mit in die Ehe gebracht, ein mechanisches Bergwerk, ein erzgebirgisches Bergwerk. Und man soll es nicht glauben, Bethlehem liegt hier gleich neben Bernstein. So wurde das miteinander vereinigt und stellt für uns kein Problem dar, auch für die Erbauer damals kein Problem dar. Wir haben wunderschöne geschnitzte Figuren, die Christgeburt, wieder die Könige, die auf ihren Kamelen einziehen, alte Figuren aus 1910, sicher schon mal im Familienbesitz früher in anderer Form aufgebaut, und das Bergwerk mit
vielen, vielen Bergleuten, die fleißig arbeiten. Und das Besondere ist natürlich ganz unten für die Kinder, gibt es extra nochmal ein Zwergenbergwerk, wo man ganz tief in den Schacht, in den Stollen hineinschauen kann und die emsigen Zwerge bei der Arbeit beobachten kann. Während dieser Berg biblische Darstellungen mit Motiven aus dem Alltagsleben verbindet, gibt es auch Berge, die keinen Bezug zum Christentum aufweisen. Das war zum Teil der politischen Situation geschuldet. Besonders um 1960-65, nachdem man in Vereinen nicht mehr so mit der christlichen Kultur nach außen arbeiten sollte, kamen dann Vorschläge wie Märchenberge, Stülpnerberge, also neutrale Themen, die die christliche Tradition nicht mehr so in den Vordergrund stellten. Und wir sehen hier den sogenannten Märchenberg, der stammt aus Gelenau, wurde von Kurt Rösler im Schnitzverein Gelenau gefertigt. Und wir sehen 21 Märchen der Gebrüder Grimm, die sind alle versteckt und verteilt auf diesem Berg. Jedes Märchen hat eine Nummer und unsere Gäste können dann anhand der Nummern raten, wo sich welches Märchen versteckt. Einem anderen Thema widmet sich dieser aufwendig gestaltete Berg. Eine Meisterleistung der Technik stellt dieser Berg dar, der sogenannte Scherzerberg. Er stammt aus Gelenau und wurde über einen Zeitraum von 40 Jahren von Willi Scherzer hier aus Gelenau erbaut. Er stand früher unter Dorfschenke im Ort und später in Familienbesitz. Und seit 2011 dürfen wir diesen Berg hier bei uns zeigen. Er stellt die Geschichte von Karl Stülpner dar, also alle Legenden, die es um ihn gibt, sind hier verarbeitet. Und über 200 geschnitzte Figuren bewegen sich in verschiedenen Szenen. Und wenn man mal unter den Berg schaut, sieht man, dass für jede Figur eine einzelne Kurvenscheibe existiert. Das heißt, die Bewegung wird über die Kurvenscheibe abgenommen und über einen Faden dann auf den Arm, den Kopf oder das, was bewegt werden soll, übertragen. Heimatberge zeigen oft Erzgebirgslandschaften und das dörfliche Leben. Zu dieser Kategorie zählen auch die Winterberge. Dieser Berg, dieser Winterberg ist in Auerbach im Erzgebirge von Hermann Hase gefertigt worden. Er ist ein begnadeter Miniaturschnitzer. Es sind naturgetreue Häuser dargestellt, die beleuchtet werden, sodass es eine anheimelnde Atmosphäre gibt. Viele kleine Figuren, die im Schnee herumtollen oder ihre Wege gehen. Auch der sogenannte Melzerberg hat den Winter zum Thema. Er stammt aus Trebach im Erzgebirge und wurde um 1935 erbaut. Er hat eine ganz einfache, komplexe Mechanik, ein schöner alter Motor mit Lüfter, viele Kurvenscheiben, Ketten und Riemen, die das Ganze antreiben. Und besonders hervorhebenswert sind die Skifahrer, die auf dieser Piste hier nach unten und nach oben fahren oder laufen. Wir haben ein Sägewerk, was arbeitet. Der Holzpferdeschlitten kommt vorbeigefahren. Der Weihnachtsmann geht zur Bescherung in dieses Haus bei den Kindern. Und viele Zwerge arbeiten hier unter Tage. Ebenfalls um einen Winterberg handelt es sich beim jüngsten Exemplar der Ausstellung. Axel Kurt aus Ehrenfriedersdorf hat diesen Berg in den Jahren von 2006 bis 2012 gebaut. Die Weihnachtsausstellung im Depot Pohl Ströer in Gelenau hat aber noch viel mehr zu bieten als Weihnachts- und Heimatberge. Weitere interessante Zeugen erzgebirgischer Volkskunst warten hier auf die Besucher. Eine Vielzahl an Weihnachtspyramiden zeugen vom handwerklichen Geschick und der Kreativität ihrer Erbauer. Seit Jahrhunderten ist das Erzgebirge bekannt für seine Holzschnitzarbeiten. Nicht nur die berühmten Bergmänner zeugen von der Schöpferkraft der Schnitzer. Ein wunderbares Stück erzgebirgischen Schaffens und erzgebirgischer Volkskunst ist dieser Leuchter. Ein sehr großes Stück, über 1,50 Meter hoch, über 1,50 Meter in der Ausladung. Er stammt von Hermann Breuer aus Krumbach im oberen Erzgebirge und wurde 1922 bis 1926 geschnitzt. Über 200 Figuren sind hier zu sehen. Es sind 1000 Vergissmeinnichtblüten außen reingeschnitzt. Und außen sehen wir 52 Engel. Das sind so viele Engel, wie das Jahr Wochen hat. In der unteren Etage die Geschichte eines Menschen von der Geburt bis zum Tod.
in der oberen Ebene seine christliche Verbundenheit, nämlich die Christgeburt, die Weihnachtsgeschichte ist dargestellt und gekrönt wird das Ganze in der oberen Etage von einem Engelchor. Ein wunderbares Stück, was seit 2012 hier unseren Gästen präsentiert wird. Auch heute noch entstehen im Erzgebirge beeindruckende Schnitzereien. Hier sehen wir eine geschnitzte Krippe von Dr. Gernot Günther aus Erlau, eine Leihgabe, die nur diese Weihnachtsschau hier in Gelenau zu sehen ist. Diese Krippe mit 50, 60 cm großen Figuren ist wunderbar gearbeitet und sie steht vor einem Gemälde. Dieses Gemälde wurde ungefähr 1900, 1910 gemalt und zeigt den Mennelmacher in seiner Stube. Und diese ins Leben geholte Krippe korrespondiert sehr schön mit dieser geschnitzten Krippe hier im Vordergrund. Das Erzgebirge war aber auch bekannt für seine Spielzeugmacher. Eine sehr schöne Ergänzung hier in unserer Weihnachtsschau sind mechanische Karussells, Reitschulen und Riesenräder. Und dieses hat eine ganz besondere Geschichte. Es ist 1925 von Otto Knobloch in Erdmannsdorf gebaut worden. Das Besondere ist, dass es erst dieses Jahr in unsere Einrichtung zurückgekommen ist. Das heißt, 1948 wurde es von der Familie aus Erdmannsdorf mit in die Lüneburger Heide genommen beim Umzug. Und jetzt, nach vielen, vielen Jahren, hat man sich entschieden, in der Erbengemeinschaft dieses Stück wieder in die alte Heimat zurückzugeben, eben ins Erzgebirge. Und seit dieser Weihnachtsschau dürfen wir dieses Karussell als Schenkung hier unseren Gästen vorführen. Im Depot Pohl Ströer in Gelenau wird der Inhalt dieser Vitrine besonders in Ehren gehalten. Wir sehen hier eine Vitrine mit Miniaturspielzeug, Seifner Miniaturspielzeug. Und an dieser Präsentation hängen wir besonders. Am 18. Dezember jährt sich der erste Todestag unserer Sammlerin Dr. Erika Pohl Ströer. Und dieses Spielzeug, so wie wir es hier sehen, hat es ihr immer sehr angetan. Bereits in ihrer alten Heimat in Rotenkirchen hatte sie solches Spielzeug zur Verfügung. Beim Brand 1945 ist einiges vernichtet worden und sie hat sich dann den Traum erfüllt, solche alten Erinnerungen wieder wachzurütteln und hat sich dieses Spielzeug selbst wieder gekauft, zusammengetragen. Und nun können wir diese Spielzeugstätte, Spielzeugdörfer in voller Schönheit hier in Gelenau zeigen. Die Vielfalt erzgebirgischer Volkskunst kann auch bis zum 28. Januar im Depot Pohl Ströer in Gelenau besichtigt werden. Geöffnet ist immer Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Heiligabend, Silvester und Neujahr ist geschlossen. Eine besondere Überraschung wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Besucher. Um 14 Uhr und um 16.30 Uhr gibt es Puppentheater mit den Fundus-Marionetten Dresden. Hausgeräte Neubert, Beratung, Verkauf und Service. Bei uns erhalten Sie hochwertige Geräte namhafter Hersteller, zum Beispiel von Electrolux. Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Hausgeräte Neubert im Gewerbegebiet Pleisa, direkt an der Abfahrt Wüstenbrand. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner vieler gesetzlicher Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfekta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich.
Das Sanitätshaus Desinfekta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Sie suchen eine Wohnung in einer Kleinstadt mit viel Grün, Ruhe und Gemütlichkeit, die zudem verkehrsgünstig gelegen ist, direkt auf der Achse zwischen Chemnitz und Zwickau? Wir bieten Ihnen gut sanierte Wohnungen zu stabilen und reellen Preisen. Grundhaft saniert und modernisiert wurden zum Beispiel die Wohnungen in diesen Häusern auf der Schulstraße. Die 5 Etagen sind bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Bei der Modernisierung achteten wir darauf, so viel wie möglich Barrieren zu beseitigen. Barrierearm ist diese Dreiraumwohnung im Erdgeschoss der Schulstraße 15i. Der Boden wurde ausgeglichen und neue Türen eingebaut. Rundum erneuert wurde die Elektrik. Die Wohnung besticht durch ihre große Küche. Groß ist genauso das Bad. Es gibt sowohl Badewanne als auch Dusche. Ein Balkon ist ebenfalls vorhanden. Es nützt die schönste Wohnung nichts, wenn das Umfeld nicht stimmt. Das Haus ist ruhig und grün, nahe am Rümpfwald gelegen, aber nicht abgelegen. Schnell erreichen Sie die A4 oder die Bundesstraße 173. In der Nähe befinden sich ein großer Spielplatz, verschiedene Freizeiteinrichtungen sowie Einkaufsmöglichkeiten. 5 Minuten braucht man zu Fuß zur Heinrich-von-Kleist-Oberschule und nur eine Viertelstunde bis zum Max-Schneider-Gymnasium oder zum Berufsschulzentrum. Wenn auch Sie sich interessieren für eine Wohnung in der Wohnungsgenossenschaft Liechtenstein, dann bitte melden Sie sich. Werden Einraum- bis Vierraumwohnungen im gut modernisierten Zustand? Unsere Ansprechpartnerin Frau Pohl berät Sie gern. Wohnungsgenossenschaft Liechtenstein. Gut wohnen im Grünen. Mit uns nach oben, die Lifttech Arbeitsbühnenvermietung aus Hartmannsdorf, Chemnitz. Ob LKW-Arbeitsbühnen, Selbstfahrer, Scherenarbeitsbühnen oder Spezialgeräte, die Firma Lifttech ist die Lösung für alle, die hoch hinaus wollen. Und das bis zu 35 Meter und noch höher. Ideal für Geschäftskunden als auch für den privaten Hausbesitzer, die Raupe. Mit ihrer schmalen Bauform ist das Gerät bestens in schwer zugänglichen Räumen oder im Gelände geeignet. Das richtige Maß an Flexibilität bieten die LKW-Arbeitsbühnen mit Schmalabstützung. Damit sind schmale Eingänge und enge Einfahrten kein Hindernis mehr. Die Anhängerbühnen mit Stromerzeuger und Fahrantrieb sind im Gelände sowie fern jeder Infrastruktur einsetzbar. Die Selbstfahrgelenkteleskop-Arbeitsbühne ist ebenso perfekt für den Außeneinsatz. Ein Allround-Gerät bei unwegsamem Gelände. Den geraden Weg nach oben gehen Sie am besten mit einer Scherenarbeitsbühne. Denn diese ist prädestiniert für Innenarbeiten in schmalen Räumlichkeiten. Das Serviceteam der Lifttech-Arbeitsbühnenvermietung berät Sie gern bei der Auswahl und hilft bei der Entscheidungsfindung. Auch Vor-Ort-Besichtigungen, Anlieferung und die Bestellung eines Maschinenführers sind kein Problem. Darüber hinaus übernimmt das Team der Firma Lifttech gern die Formalitäten für eventuell notwendige Genehmigungen, wie zum Beispiel Straßensperrungen. Lifttech Arbeitsbühnenvermietungen in Hartmannsdorf, Zwickau und Schneeberg. Ihr Arbeitsbühnenprofi in der Vermietung von erstklassigen Arbeitsbühnen. Sag mal, Peggy, wenn ich hier so auf deinen Zettel schaue, da steht jetzt als nächstes das Rachermann-Lied. Bist du textsicher? Also ehrlich gesagt nein, und ich möchte es dir und den Zuschauern auch ersparen, dass wir hier gemeinsam singen. Denkst du nicht, dass das geht? Also so unchirurgisch ist im Stiebel, aber ich glaube, wir lassen das die Ärzte-Billys machen. Liebe Zuschauer, viel Spaß damit.
steigt an der Deck nach. Sei mal alle zusammen so froh. Komm, steh ruhig, ist im Stiebel. Streich dahin, ist Frieden rum. Doch in Herzen lacht's und jubelt's. Ja, die Weihnachtszeit ist da. So zwischen sind seit Vertreib. Hadefei schießt Kacke ab, auf den Kopf im Hut. Aber Maul und Nuss sei schwarz, weil es viel dampfen tut. Wenn es rarer Mann abend und es auch Karotte zu. Ach, steig dann der Deck nach, sei mal alle zusammen so froh. Und steh ruhig, ist im Stiebel, streich der Himmel Frieden rum. Doch in Herzen lacht's und jubelt's, ja, die Weihnachtszeit ist da. Bevor es jetzt im Programm mit den Wochensplittern weitergeht, möchte ich natürlich von Sandra noch brennend gerne wissen, wann die nächste Kochsendung kommt. Die nächste Kochsendung, Peggy, kann ich da sagen, gibt es Anfang Februar. Ja, und ich bin schon gespannt. Endlich kriege ich wieder was Richtiges zu essen. Ich freue mich drauf. Unterhalb des Schlosses Liechtenstein herrschte am 16. und 17. Dezember reger Betrieb. Es hieß Advent im Berg. Das dritte Mal vor 3 Jahren haben sich hier ein paar private Leute zusammengefunden, als wir diese Ganganlage dann langsam erkundet hatten und haben gesagt, hier können wir auch zur Weihnachtszeit was draus machen. Diese Ganganlage mit ihren zahlreichen Nischen ist verschiedenartig dekoriert, geschmückt mit altem Hausrat, mit bergbaulichem, mit floralem, mit getöpferten und in diesem Jahr etwas Neues. Wenn hier Kinder mit durchkommen, so heißt es auch in der Überschrift, mit Märchenhaftem. Und vielleicht errät, und ich bin mir ganz sicher, dass ich es erraten, das eine oder andere Kind die zahlreichen Märchen, die hier hinne in den verschiedenen Bildern versteckt sind. Selbstverständlich gibt es dann natürlich zur Belohnung etwas zum Schluss. Für das Märchenhafte sorgten unter anderem Mitglieder vom Förderverein Stadtbibliothek, die weihnachtliche Geschichten auf Lager hatten. Zum Beispiel die von 2 ausgeschlafenen Halunken. Da haben sie eine Leiter angelegt. Der eine ist nauf, der andere hat unten gehalten. Und wie da das Ganze angeschnitten hat und 3 Sprossen runter war, kam der Polizeier.
Nun, was geht denn hier los? Was will denn da auf der Leiter hier oben? Und was hat denn da an der Hand? Das kann doch wohl nicht wahr sein, hat der Freund gesagt. Herr Polizeier, wir wollten unserem Freund eine Frage machen und wollten deine Gänse hier oben nachhängen. Aber wenn sie denken, dass das nicht eine gute Idee war, Paul, komm runter, bring das Ganze wieder mit. Weihnachten ist stets verbunden mit Wünschen. Einer, so eine japanische Legende, erfüllt sich, wenn man 1000 Kraniche faltete. Keine 1000, aber eine ganze Menge hingen in der unterirdischen Ganganlage. Unterirdische Ganganlagen in Liechtenstein. Darüber hat man schon einiges gehört. Was hat es mit denen unterhalb des Schlosses auf sich? Sie haben bereits im 30-jährigen Krieg existiert. Also es wird auch vermutet, dass sie vielleicht noch 200 Jahre noch älter sind. Sie haben dazu gedient, um hier Dinge zu lagern. Wein und Bier. Bier war früher Grundnahrungsmittel. Da brauchte man Kellergänge. Kühlschränke gab es noch nicht. Man konnte diese Gänge nutzen, um sich darin zu verstecken in Krisenzeiten. Im 30-jährigen Krieg haben also auch die Liechtensteiner viel erleiden müssen von durchziehenden Söldnerhaufen. Einmal sogar 5000 Mann, die plötzlich hier eingefallen sind. Und da bin ich sicher, man hat sich hierhin auch versteckt und vielleicht sogar das eine oder andere Tier kurzzeitig mit hier reingenommen. Dass diese Ganganlage, die erst vor wenigen Jahren freigelegt wurde, nun wieder offen ist, ist den Enthusiasten zu verdanken, denen die Geschichte Liechtensteins am Herzen liegt. Diese Ganganlage, wo wir hier sind, am Schlossberg 15 bis 19, liegt hinter, schrägstrich unter. Es gibt eigentlich sogar zwei Etagen, aber die zweite haben wir noch nicht erschlossen. Das wäre nochmal was für die Zukunft. Hinter diesen Häusern in Richtung zum Schloss liegt diese Anlage und der Eigentümer dieser drei Häuser. Und der Eigentümer dieser Anlage hat gesagt, hier könnt ihr jederzeit machen, was ihr wollt. Und wir machen das ja auch das Jahr über öfters mal. Für die Öffentlichkeit, Tag der offenen Tür, dass man hier rein kann oder mit geführten Gruppen, wenn sie sich dann beim Nachtwächter mal melden oder eben wie heute etwas, wo jeder gerne kommen kann. Der Andrang war auch zur dritten Auflage von Advent im Berg groß. Die Besucher konnten reichlich entdecken. Ja, wie gesagt, wir sind 13 Aussteller, wenn ich sie mal so nennen darf. Davon sind zwei, die das professionell machen. Ein Blumenhaus und eine Frau aus der Nähe von Liechtenstein mit einem Dekorationsgeschäft. Und alles andere sind ganz private, die jetzt entweder gezeichnet haben oder getöpfert. Ganz privat und völlig zwanglos und frei. Und selbst für mich, ich weiß im Vorfeld manchmal nicht, was stellt der eine oder andere hier aus. Die weihnachtliche Überraschung mögen die Besucher. Als wir das erste Mal gemacht haben, hat man damals gesagt, das müsst ihr unbedingt wieder tun. Auch wir hatten noch so viele Ideen und jetzt ist es das dritte Mal und eigentlich, ja, es gehört eigentlich in Liechtenstein schon fast zur Weihnachtszeit und in diesem Jahr ist es ja leider, dass es in Liechtenstein auch offiziell keinen Weihnachtsmarkt gibt und da freuen wir uns umso mehr, dass wir das den zahlreichen Liechtensteinern und auch hoffentlich zahlreichen Gästen als ein kleines vorweihnachtliches Angebot präsentieren können. Der Nachtwächter Christian Bretschneider und seine Mitstreiter sind nicht nur in den unterirdischen Ganganlagen unterwegs. Ganz herzlich lade ich ein zum nunmehr auch schon lang traditionell gewordenen Rundgang mit dem Nachtwächter zum neuen Jahr am 1. Januar 17 Uhr. Treffpunkt ist ganz hier in der Nähe am Topfmarkt. Traditionell lud Hohenstein-Ernsthal am dritten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt ein. Angeboten wurden allerlei Schlemmereien und zudem kleine weihnachtliche Aufmerksamkeiten, unter anderem Spezialitäten aus Burghausen von den Hohenstein-Ernsthaler Städtepartnern. Trubel herrschte zudem im Rathaus, an den Ständen von Gewerbetreibenden und Vereinen. Musik.
Fehlen durfte selbstverständlich nicht der Weihnachtsmann, der mit dem Oberbürgermeister Lars Kluge die Bühne erklomm. Sie sehen, wir haben in diesem Jahr etwas anders gemacht als in den Vorjahren, weil wir bekommen ja auch immer mal Hinweise, was man ändern kann. Und ich glaube, gerade hier in diesem Bereich, wenn ich jetzt gerade zu Ihnen und zu euch runterschaue, ist das eine gute Entscheidung gewesen, denn wir haben jetzt einfach ein bisschen mehr Platz. Das Angebot ist allerdings natürlich das gleiche geblieben. Also wir haben keine Buden weggelassen, nein, wir haben sie anders hingestellt und natürlich auch sogar ein paar Angebote mehr für sie vorbereitet. Bevor der Weihnachtsmann in Aktion trat, wollte er erst wissen: Waren wir alle ordentlich? Das klingt gut. Also ihr seht ja, Kinder, ich musste heute wieder hinten übers Rathaus reingebracht werden, weil es ist kein Schnee da. Schade drum. Vielleicht klappt es mal, dass es schneit. Da komme ich noch gerne mit dem Schlitten mal vorbeigefahren. Dann macht das richtig Spaß, ne? So, da will ich mal stellvertretend für alle Kinder hier ein schönes Lied oder ein Gedicht vortragen. Da kam die liebe Sonne und scheint so warm. Da fällt dem armen Schneemann der Stock aus dem Arm. Und auf einmal, ach wie dumm, da fällt der ganze Schneemann um. Wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum. Voice of Germany, Mensch, mein lieber Charlie. Zur Belohnung durfte in den Sack hineingegriffen werden. Aber auch andere Kinder gingen nicht leer aus. Weihnachtliches Treiben herrschte ebenso auf der Dresdner und in der Weinkellerstraße. Die Geschäfte luden zum Einkaufsbummel ein. Das Helmnoth-Theater präsentierte weihnachtliche Märchen. Die Frau des Schusters, die war aber neugierig. Die wollte zu gerne wissen, wer ihnen da heimlich half. In die Welt der Märchen entführten ebenso die Mitglieder des Fördervereins der kleinen Galerie. In der Galerie konnten 36 Stühle bestaunt werden, gestaltet von sächsischen Künstlern. Eine Wanderausstellung, die der Werdauer Fischhändler Matthias Scheibner initiierte. Der Platz platzte aus allen Nähten, obwohl hauptsächlich fast nur Braunsdorfer den Weihnachtsmarkt an der unteren Hauptstraße besuchten. Ein absolutes Muss für die Ortsansässigen, obwohl der Weihnachtsmarkt noch nicht die Tradition hat wie viele andere. Wir hatten ja vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, schon mal einen Weihnachtsmarkt. Diese Tradition wurde jahrelang nicht fortgeführt und dann sind wir vor 5 Jahren wieder mal auf die Idee gekommen, man könnte wieder mal einen Weihnachtsmarkt machen. Die Idee war gut, wie man mittlerweile weiß. Die Braunsdorfer, die sich sonst das ganze Jahr nicht sehen, die kommen auf unseren Weihnachtsmarkt. Und das Schöne ist, er ist nicht so groß, er ist schön klein. Es ist dann auch etwas eng und etwas kuschelig. Und das ist das Schöne an unserem Weihnachtsmarkt. Neben aller Kuscheligkeit gibt es ein weihnachtliches Programm und weihnachtliche Bewirtung. Verantwortlich sind die zwei Vereine, das ist der Feuerwehrverein Braunsdorf und der Heimatverein Braunsdorf. Sie helfen alle gemeinsam mit, es wird gemeinsam gestaltet und besprochen. Es wird gemeinsam aufgebaut, durchgeführt und auch natürlich morgen ist wieder wegräumen. Unterstützung gab es auch in diesem Jahr von der Schule und anderen. Der Weihnachtsmarkt ist nicht die einzige gemeinsame Veranstaltung des Feuerwehr- und des Heimatvereins. Das nächste Highlight ist im Januar, und zwar am 12. Januar. Das Tannenbaumverbrennen findet unten bei der Teichmühle auf dem Parkplatz statt. Dort gibt es natürlich auch wieder was zu essen und zu trinken. Und jeder kann seinen Tannenbaum bringen und sich an dem Feuer schön wärmen. Wärmen konnte man sich ebenso am Feuer auf dem Weihnachtsmarkt. Zu den kleineren Weihnachtsmärkten in der Region gehört ebenfalls der in Lohnsenau. Der öffnete ebenso am 16. Dezember für Besucher. Für weihnachtliches Flair sorgten die Lohnsenauer Vereine gemeinsam mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und verschiedenen Einrichtungen der Stadt an der Mulde. Musik.
auch an der Mulde gelegen, Limbach-Oberfronas Ortsteil Wolgenburg. Auf dem Hof des Schlosses fand am 16. und 17. Dezember ein historischer Weihnachtsmarkt statt. Gemütlich und unter anderem mit handgemachter Musik von Lowlander. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Er wurde zwar schon im Oktober errichtet, aber erst jetzt aufgrund der Berufstätigkeit der verantwortlichen Akteure offiziell an die Schüler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Limbach-Oberfrohna übergeben. Wir haben als Förderverein des Albert-Schweitzer-Gymnasiums zusammen mit der Fehler hier eine Überdachung errichten lassen für den Moped-Stellplatz. Das heißt, die Schüler, die können jetzt ihre Mopeds hier unten drunter abstellen, ohne dass es also nass wird. Das ist für die Schüler halt auch vor allem die Moped fahren, eine sehr gute Sache, weil man kennt das ja, man will halt wieder nach Hause fahren und der Sitz ist nass und deswegen hat man halt jetzt ein Dach, sodass der Sitz halt nicht nass wird und dass halt einfach auch das Moped in einem besseren Zustand bleibt. Und deswegen ist das für alle eigentlich eine ziemlich gute Sache. Rund 5.000 Euro investierten die Initiatoren und dazu zahlreiche Arbeitsstunden. Wir haben hier eine Tiefbaufirma gebunden gehabt, die hat uns die entsprechenden Fundamente ausgehoben. Wir haben die Streifenfundamente eingesetzt und hatten bei einer Firma dann die eigentliche Überdachung bestellt. Die wurde also auch geliefert und wir haben in der zweiten Herbstferienwoche zusammen mit Schülern und einem weiteren fleißigen Helfer hier diese Überdachung entsprechend aufgebaut. Der überdachte Moped-Stellplatz ist nicht das einzige Projekt, das für die Schüler angeschoben wurde. Es wurden halt noch auch mal neue Chemiekittel angeschafft und es gab ja halt auch schon parallel zu den Moped-Ständern halt Fahrraddächer für die Fahrräder. Das sieht man halt dort hinten, das ist halt genau dasselbe Prinzip, dass man halt kein nasses Fahrrad hat. Und wir suchen halt immer noch nach Ideen, wie der Förderverein uns unterstützen kann. Von Seiten des Fördervereins gibt es bereits Überlegungen für weitere Projekte. Über die werden die Mitglieder beim nächsten Treffen Anfang 2018 diskutieren. Am 18. Dezember hat in der ehemaligen Reichsbahnschule in Hainichen die List GmbH ihren Betrieb aufgenommen. Aus diesem Anlass wurde am Stadtrand ein Begrüßungsschild aufgestellt. Dorthin hatte Hainichens Bürgermeister Dieter Kreisinger, leitende Angestellte des Unternehmens, und die Presse zu einem Fototermin eingeladen. Das ehemalige Landesinstitut für Straßenverkehr, kurz List, ist heute als Gesellschaft für Verkehrswesen und Ingenieurtechnische Dienstleistungen ein Unternehmen des Freistaates Sachsen. Bis vor kurzem war die List in Rochlitz angesiedelt. Der Umzug nach Hainichen wird in der Stadt mit Freude aufgenommen. Es war mir also schon ein Bedürfnis, die List auch noch mal mit so einem Schild zu begrüßen, damit sie wissen, wie froh wir sind, weil Hainichen hat halt seit der Wende viel verloren. Wir hatten Landkreissitz, den haben wir verloren. Wir hatten ein Gymnasium, das haben wir verloren. Wir hatten eine Hauptstelle vom Gericht, sind wir nur noch Außenstelle. Das Grundbuchamt ist abgezogen. Also von der Warte her haben wir viel verloren. Wir bekommen jetzt ein bisschen was wieder zurück. Ja, was heißt ein bisschen was? Die List mit über 100 Mitarbeitern ist sicherlich ein bisschen mehr als ein bisschen was. Unser HC haben wir auch wieder zurückbekommen als Autokennzeichen. Also wir beginnen wieder zu leben und unserer Stadt wurde auch ein Teil vom geraubten Stolz zurückgegeben. Auch für das Unternehmen bringt der Umzug nach Hainichen zahlreiche Vorteile. Hainichen ist sehr verkehrsgünstig gelegen. Direkt an der Autobahn. Wir hatten bisher für unsere ganzen Auftraggeber, also insbesondere sitzen unsere Auftraggeber in Dresden, immer den Weg über die Landstraße erstmal bis zur Autobahn, damit wir überhaupt dorthin kommen. Und insofern hat Hainichen deutlichen Standortvorteil. Wir haben lange nach einer Immobilie gesucht, haben jetzt eine geeignete Immobilie gefunden. Neuester technischer Standard, den wir in Rochlitz nicht hatten. Die Immobilie, die wir in Rochlitz hatten, wird demnächst leider abgerissen und jetzt ist eine Immobilie für uns da, die allen Anforderungen gerecht wird. Für den Umzug in die Gellertstadt müssen aber auch Opfer gebracht werden, vor allem von den Mitarbeitern. Es ist wie bei jeder Veränderung, erstmal ist es, sind nicht alle glücklich damit. Es gibt einige, so auch ich, die da jetzt auch einiges mehr Ungemach auf sich nehmen müssen. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Leute, für die es wiederum besser ist und
Da ist es sicherlich immer eine schwierige Situation, wie bei jedem Umbau. Aber wir haben gemeinsam mit der Geschäftsführung halt einen Sozialplan ausgehandelt, um dort ein paar von den Folgen einigermaßen abfangen zu können. Und den Rest muss halt die Zeit richten. Also ich gehe mal davon aus, wenn sich dann so ein paar Sachen noch zusammengeschoben haben, wie vielleicht Fahrgemeinschaften oder Heimarbeit, was es ja auch teilweise geht, dass das möglicherweise dann auch irgendwie dazu führt, dass dann so langsam aber sicher dann auch alle hier ankommen, nicht bloß die, für die es wirklich eine bessere Situation ist. Für Heinichen hat sich der Umzug jedenfalls gelohnt. Eine beeindruckende Immobilie wie die ehemalige Reichsbahnschule wurde vom Freistaat saniert und bleibt der Stadt somit als bauliches Schmuckstück erhalten. Der städtische Bauhof in Limbach-Oberfrohna ist in die Jahre gekommen. Das ist nicht zu übersehen. Ein Neubau ist schon seit langem geplant. Anfang 2016 begann man, Nägel mit Köpfen zu machen. Der Auftrag zur Planung wurde vergeben, zur Sanierung und dem Neubau am bisherigen Standort des Bauhofes. Aufgrund verschiedener Umstände ging man von dem Vorhaben ab und entschied sich für einen Komplettneubau am Friesenweg. Die Planungen laufen und der Stadtrat gab grünes Licht. Der endgültige Startschuss für das Projekt fiel nun sozusagen am 21. Dezember. Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt war zu Gast, um den Bauhofmitarbeitern ihr Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Ein Fördermittelbescheid in Höhe von 1,26 Millionen Euro. Entgegen nahm den der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel im Rahmen eines Pressegespräches. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Brücken in die Zukunft. Mit dem wurden 800 Millionen Euro für die Investition in die kommunale Infrastruktur zur Verfügung gestellt. 156 Millionen Euro kamen vom Bund, 322 Millionen von kommunaler Seite und genauso viel vom Freistaat Sachsen. Inzwischen sind wir bei über 90% der Mittel, die beschieden sind. Und nun ist die Phase der Umsetzung, die zum Teil sind, einiges ist inzwischen fertig, aber vieles wird jetzt in den nächsten Jahren noch umgesetzt. Der Oberbürgermeister lobte, dass es einen Freiraum gab, mit dem Mittel umzugehen. Und das war das eine. Das zweite, was positiv bewertet worden ist, ist, dass der SSG, dass die Kreisverbände die Möglichkeit hatten, hier mit zu gestalten und auch Entscheidungen zu fällen. Aus den Budgets Bund und Sachsen nutzte Limbach-Oberfrohna bereits 5 Millionen Euro für verschiedene Projekte. Investiert wurde unter anderem in den ersten Bauabschnitt des Rathausplatzes. Dann haben wir einen Teil der Modernisierung oder Generalsanierung der Kindertagesstätte Krümelkiste in Bleisa finanziert. Das ist also schon abgeführt, sind wir jetzt in der Endabrechnung, das haben wir schon umgesetzt. Und der größte Anteil ist natürlich jetzt hier der Bauhof. Wir haben also vieles dann hineingenommen. Ich glaube, das ist der komplette. Das komplette Budget Sachsen ist hier drin und ein kleiner Teil, also das ist Fristprinzip, das Budget Sachsen auf, ist aber in Ordnung. Und wir haben dann noch aus dem Bundesbudget für die Veränderung, also die Beleuchtungssituation, Straßenbeleuchtung und die Verlegung von Erdkabeln und im LED, Dorotheenstraße und Straße des Friedens. Also wir haben im nächsten Jahr eine sehr große Maßnahme, Straße des Friedens, die wir hier überfinanzieren wollen. Da sind wir eine gemeinsame Ausschreibung mit unserem Trinkwasserzweckverband, der die Hausanschlüsse mitmacht. Und wir machen in einer koordinierten Maßnahme eben, wie gesagt, die Straßenbeleuchtung, wo wir absoluten Handlungsbedarf haben. Sind wir auf einem ganz guten Wege, haben schon Kostendämpfungen erreicht und Senkungen und müssen jetzt kontinuierlich durch die ganze Stadt durcharbeiten. Also Dorotheenstraße und Straße des Friedens, das sind die zwei anderen Maßnahmen, die wir jetzt mit finanzieren. Und wo wir jetzt in der Ausführung bereits sind, in der 1. oder 2. Januar geht das los. Wir haben eine relativ große Industriebrache ersteigert, die wir jetzt im Januar zurückbauen mit den Mitteln, was auch sinnvoll ist. Ja. Um den Nutzern des Förderprogramms den Zeitdruck zu nehmen, wurde beschlossen, dass wir die Bundesmittel von den ursprünglichen Programmen Brücken in die Zukunft, die im Gesetz standen, bis 2018 sind die umzusetzen, bis Ende 2018, das werden wir verlängern auf 2020. Also noch genügend Zeit für den Neubau des Bauhofes. Die Kosten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro.
Peggy, wenn du schon neugierig bist, bin ich natürlich auch neugierig. Wie ist es denn dir in diesem Jahr im Kabeljournal so ergangen? Naja, ganz ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich schon ein bisschen Bammel, in deine Fußstapfen zu treten, was jetzt hier das vor der Kamera stehen angeht. Aber ich denke, es hat sich einigermaßen, naja, etabliert, würde ich sagen. Und ich muss aber sagen, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Hat sie das nicht schön gesagt, liebe Zuschauer? Ich freue mich auch. Und übrigens, meine Fußstapfen sind überhaupt nicht groß. Ich habe eine Schuhgröße 38, also verstehe ich deinen ganzen Stress nicht. Und ich denke, du hast dich auch tapfer geschlagen. 36. Ja, deshalb. Bei uns geht es jetzt weiter im Programm mit Sandra und Susanne auf dem Weihnachtsmarkt Teil 2. Der nächste Abstecher der Zwillinge Sandra und Susanne auf der Weihnachtsmarkt-Tour 2017 führte die zwei zum Stadtadvent nach Burgstädt. Wieder Sandra und Susanne. Wir sind wieder unterwegs auf unserer Weihnachtsmarkt-Tour und heute führt uns unser Weg nach Burgstädt. Zeit ist Märchenzeit und guck mal, welche Persönlichkeit wir hier getroffen haben. Hallo, wer bist du denn? Ich bin die Eiskönigin. Oh Mann, und wo steht dein Schloss? Mein Schloss steht hoch im Nordpol und da bin ich hierher gereist nach Burgstädt, um den Kindern hier aus meinem Kristallpalast ein paar Diamanten mitzubringen. Da freuen die sich jedes Jahr drauf und die verteile ich dann hier. Ach, sehr ja schön. Fazit, klein, fein und familiär. Richtig, den Weihnachtsmann haben wir heute leider nicht gefunden, aber vielleicht haben wir ja Glück auf dem Weihnachtsmarkt in Oederan im Kleinerzgebirge. Und da fahren wir jetzt mal hin. Bis gleich. Hier ist ein Erzgebirge in Oederan, sich noch draußen pflanzt, sondern auch hier drin. Gemütlichen kurzen Abend heute mit dem Butzenbossen. Ja, während das Publikum sich hier gerade warm klopft mit den Löffeln an den Tassen, gehen wir mal raus und gucken mal, was draußen so los ist. Das kleine Erzgebirge veranstaltet im ersten bis zum vierten Advent jedes Jahr Glanzlichter und es lohnt sich einfach hier die verschneite Miniaturwelt zu schlendern und zu schauen. Kommt einfach mal vorbei, es lohnt sich. Der letzte Weg führt uns in die Winterwerkstatt hier im kleinen Erzgebirge und ich muss sagen, es ist natürlich richtig schön, was man hier auch für die Kinder machen kann. Hier ist das Basteln zum Beispiel möglich, zusammen mit dem Webmuseum aus Oederan. Und auch nebenan kann man backen und auch Geburtstage feiern. Also so schön kann es hier im kleinen Erzgebirge sein. Für uns, unser Fazit, ein echter Geheimtipp. Die Weihnachtsmärkte in unserer Region sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Tja, und wenn Sie dieses Jahr einen verpasst haben, dann schreiben Sie sich am besten die Termine schon dieses Jahr für nächstes Jahr in den Kalender. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, liebe Zuschauer, ich verbringe Weihnachten in Familie, habe ein paar Hunde zu Gast, werde lange in der Küche stehen. Sandra, was machst du zu Weihnachten? Ich habe keine Hunde zu Gast, werde auch nicht in der Küche stehen. Ich gehe zur Mutti, wie immer, und an den Feiertagen gehe ich arbeiten.
Aber das ist auch alles nicht schlimm, weil es gibt ja noch andere Tage, wo man sich erholen kann. Aber in die Küche stelle ich mich definitiv nicht. Und jetzt gucke ich auf deinen Zettel und da lese ich Eduard Sachsenmeier. Den gibt's auch noch. Was hat der denn zu Weihnachten zu sagen? Na klar, unser Sachsenmeier, der hat sich nämlich auch Gedanken gemacht über das Thema Weihnachtsfeierlichkeiten. Ach hallo, ich habe ja gerade im Internet ein Gedicht gefunden für die Weihnachtszeit, für die Vorweihnachtszeit. Ich lese es immer vor. In Denglisch ist das ja, in Denglisch, also, ja, ne? When the last calendar blätter flattern durch the winter weather and December wind is blowing, then is everybody knowing it is nicht mehr allzu weit, es ist coming Weihnachtszeit. Nicht schlecht. Ach, übrigens, apropos Weihnachtszeit. Ja, in der Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, da, das ist ja so eine Mode, ne? Da machen die Firmen oder auch so Abteilungen oder Filialen, ja, jedenfalls so Gruppen machen Weihnachtsfeier. Ja. Immer noch große Mode, Weihnachtsfeier. Da gibt es dann auch Geld von der Firmenleitung oder von der Gewerkschaft. Ne? Und warum soll man das Geld verfallen lassen? Ne? Da wird dann also irgendwas organisiert, also einer wird beauftragt, was organisieren, wo man gegen Quittung abfeiern kann. Ne? Ja. Das beliebt ist dann Bowlingabende, die sind sehr beliebt. Ne? Und naja, ich will mal sagen, solange dann so eine Weihnachtsfeier bei einem gemütlichen Fress- und Saufgelache bleibt, ist ja alles okay. Ne? Aber gefährlich wird es dann, wenn irgendeiner, vielleicht der Chef persönlich, ja, wenn der auf die Idee kommt, die Weihnachtsfeier ein bisschen kulturell aufzupeppen. Ne? Nee, Theater und Oper, so weit wollen wir mal gar nicht gehen. Ne? Aber vielleicht irgendeinen Spaßmacher einladen, ne? Oder ja, Kabarett oder sowas. Ne? Ja, ja, da wird es dann gefährlich. Ne? Oder so eine Veranstaltung, wo dann gleich, ja, wo sie sich dann Karten kaufen, wo gleich noch Essen mit dabei ist, Menü und Spaß oder irgend sowas. Ne? Ja, da wird es dann gefährlich. Ne? Nicht für die Gruppe an sich, ne? Aber für die, die dann dort für die Gruppe Spaß machen sollen. Also zum Beispiel auch ich. Ne? Ab und zu wäre ich dann auch eingeladen, ich soll ein bisschen Spaß machen. Ne? Tja, nun sind aber eben nicht bloß der Chef da, da sind eben auch die anderen da. Ja? Die vielleicht gar keine Lust auf Spaß haben, die bloß Lust haben. Na ja, oh, das ist dann gefährlich. Ne? Ich sage es sie, wenn die, also die mir zuhören wollen, in der Minderheit sind, oder sagen wir es anders, wenn die mir nicht zuhören wollen, also gut, wenn sie schön verteilt sind, die mir nicht zuhören, dann ist es nicht so schlimm. Ne? Da fällt es nicht weiter auf, wenn die eben bloß da sitzen und sich langweilen oder eben in der Nase bohren oder wenn sie nicht schnarchen. Wenn sie anfangen zu schnarchen, ist dann blöde. Ne? Aber gefährlich ist eben dann, wenn die keine Lust haben, mir zuzuhören oder jemanden anderen zuzuhören, wenn die sich zusammenklumpen können, ne? Und sich dann ihre eigene Stimmung machen. Das ist dann, da siehst du dann alt aus. Ne? Da hast du sozusagen zwei Stimmungsquellen. Einmal die Stimmung, die machen wollen, und einmal die Stimmungsquelle, ne? Also die offiziell bestellt ist. Ne? Der stimmungsbeauftragte Künstler, ja, der hat es dann schwer. Ne? Ne? Und wenn dann, ich meine, so ist irgendwie so Höflichkeit oder dass die aus Höflichkeit das Maul halten, das, nee. Das kannst du heute doch nicht mehr erwarten. Die Leute wissen, ne, sie haben freie Meinung und freie Meinung kannst du immer äußern. Und, also nee, da. Und wenn dann, vielleicht hast du Glück, wenn dann ein Chef, also wenn so ein Chef, der das alles eingerührt hat, wenn der dann seine Autorität ausspielen tut, ne, und die anderen vielleicht zum Schweigen bringt, aber da musst du viel Glück haben. Ne. Oft ist der Chef gar nicht gewillt, da überhaupt
Und wenn er dann selber am besoffensten ist von allen, dann ist alles zu spät. Nee, dann haben die, die dir nicht zurauschen wollen, gewonnen. Und dann hinterher, und dann sagen sie dann auch noch, das wäre ja alles, die ganzen Witze, die du erzählt hast, wären ja sowieso bloß unter der Gürtellinie gewesen, unterste Schublade. Und also, mir zuhören, das wäre sowieso Bauern vor der Säue gewesen, zum Beispiel. Ja, was sollst du dann sagen? Ja, du hast es zwar schon oft erlebt, also ich auch, wie ganze Säle gejubelt haben und sich amüsiert haben über mich. Aber das kannst du ja als Argument gar nicht anführen. Wissen Sie, was die dann sagen? Das wäre ein primitives Publikum gewesen, das sich da hat erheitern lassen. Ja, nee, da vergeht er dann das Lachen. Da musst du dann den Schwanz einziehen, musst sehen, dass du wegkommst. Gut ist es dann, wenn du das Geld schon hast. So ein Rohr. Weihnachtsfeiern, halten Sie sich mir auf mit Weihnachtsfeiern. Aber ich will mal sagen, mal so ein Gedicht vortragen in der Weihnachtszeit, zur Weihnachtsfeier. Also das ist vielleicht, das kennen Sie bestimmt mal. Ich lese es mal nochmal vor. Also, wenn sie last Kalenderblätter flattern durch sie Winterwetter, ein Dezemberwind is blowing, then is everybody knowing, it is nicht mehr allzu weit, es ist coming Weihnachtszeit. Alle Menschen leide Bibel, flipping out auf ihr warm Stiebel, ran to Kaufhof, Aldi, and Saturn, and then quick nochmal return. Köfen wiss and jene Fings, and the Kirchturm, Glocke, rings. Mother, in the kitchen hitze schwaden, Mother makes the Weihnachtsbraten. You can think, you can remember, this is immer in December. Daddy in the Nebenroom schmückt einen großen Weihnachtsboom. With Lametta and with Bolz, then he from the Leiter falls. Endlich all the Kinderlein coming in the Zimmer rein. Dann it sings the family, schauerlich, oh Christmas tree. Kerzenwachs ist abwärts running and the cat flieht schnell von Dunning. Mother finds unter se Tanne eine brandneue Teflonpfanne. Daddy find a Schlips and Socken, everybody tut frohlocken. Präsident speaks in TV, all around is harmony. But the mother plötzlich flanning, shit, the guns im Ofen brenning. And so comes the fireware with tatütata daher, and they bring a long, long Schlauch and a long, long Leiter auch. Hauptmann crying, water, marsch. Now is Christmas voll im Eimer. Schönes Fest. Tschüss. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Das Rachemannelied von Erzgebilli hat Ihnen hoffentlich gefallen und wir haben aber nochmal nachgeguckt, was wir sonst noch so Schönes hatten. Und da haben wir gefunden Fairy Tale in New York. Wie fandst du das eigentlich, Thomas? Das Lied ist echt der Kracher.
haben auch die Dreharbeiten, da war ich ja damals mit dabei, das hat richtig viel Spaß gemacht und das ist ja quasi schon eine Tradition. Das kommt ja mittlerweile fast jedes Jahr bei uns zu Weihnachten und ich finde es toll geworden und nochmal danke an RB2, dass sie das gemacht haben, beziehungsweise der Hannes, hat echt Spaß gemacht und liebe Zuschauer, viel Spaß mit Fairy Tale in New York. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then they said a song, the rare old mountain dew. I turned my face away, I dreamed about down the lucky one. Came in 18-1. I've got a feeling this year for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time. We are all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but a wind goes right through you, there's no place for the old. When you first took my hand on the cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you're pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they yelled out for more. Sinatra was singing, all the drunk sailors singing. We kissed on the corner, then danced through the night. And the boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day. Sudden chunk, you can tell me step on the trip from the bed. You scrum back, you maggot, you cheap, losing faggot. Happy Christmas, you're off, I break out, it's so long. And the boys of the NYPD choir still singing, Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day. Someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept some with me, babe. I put some with my own. Can't make it out alone. I've built my dreams around you. And the boys of the NYPD choir still singing, Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Thank you.
Zum Abschluss der Sendung möchten wir uns natürlich noch einmal ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wir bedanken uns aber auch bei unseren Werbekunden, mit denen wir dieses Jahr tolle Projekte realisiert haben, und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und schöne besinnliche Tage. Tja, liebe Zuschauer, das wünsche ich Ihnen auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. An dieser Stelle schon mal von mir, weil in der nächsten Woche ist die Peggy wieder für Sie da. Und ich genieße schon mal mein Weihnachtsfest. Bis bald. Und wir trinken jetzt noch einen, oder? Bedingt. Ich bin ja schon viel weiter als du, aber du musst ja auch mehr reden. Ja, schönes Fest.